verlasse dein Vault. Ich klink mich mal kurz aus. Es ist schon ein bisschen zappenduster hier. Wir könnten jetzt schlafen, aber wir haben noch keinen Schaden erhalten. Also warum sollte ich? Ich brauche mich eigentlich nicht verstecken. Die Radkakerlaken sehen mich wahrscheinlich sowieso. Okay. Hier ist genau gar nichts Interessantes. Schade. Eat well, live well. Ich finde den Pip-Boy so süß. Ah, ich muss mal auf Toilette. Darf ich euch kurz ausblenden? Waschbecken. Ah, okay. Hier kann ich trinken, ohne verstrahlt zu werden. Toaster. Ja, den wollte ich schon immer mitnehmen. Kochplatte. Nee. Okay, hier ist noch ein Terminal. Was haben wir hier? Sturmfeuerzeug und Vorkriegsgeld. Ich weiß jetzt schon, wir werden ständig überladen sein. Das ist eins meiner Lieblingsprobleme in solchen Spielen. Freizeitterminal. Dann gucken wir mal. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Abteilungsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Okay. Band abspielen. Lade-Holoband. Bitte warten. Oh, Red Menace. Ah. How high can you get? Wow, der wirft ja mit Atombomben. Au. Schon zu spät gesprungen. Ja, Quick Game, yes. Ist zwar nett, aber Holoband auswerfen. Danke, das können wir vielleicht später mal spielen. Aber wir sind eigentlich hier, um zu spielen, also Fallout zu spielen und nicht Red Menace. Dann wollen wir mal. Okay. Au. Das sieht nicht sonderlich gesund aus. Gibt aber, glaube ich, auch keinen Grund, da runter zu gehen, soweit ich das beurteilen kann. Au. Kleines Mistvieh. Oh, da ist ja noch eine. Warum? Danke. Hä? Warum habe ich jetzt nicht zugehauen? Na, egal. Nichts passiert. Bisschen Damage gekriegt. Oh. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Nun ja. Auf den Schock muss ich mich erstmal setzen. Die Red Kakerlake hat's hinter sich. Ich könnte das Fleisch holen. Klemmbrett, nee. Kriege ich eigentlich? Lass mal gucken. Nee, hier ist eine Alpha-Wand. Okay. Interessant. Ich wollte gucken, ob ich hier drüber jump. Doch, kann ich. Hier kriege ich keine gewischt, oder? Nö. Nee. Kein Fleisch drinnen in der Radkakerlake. Das Risiko war umsonst. Also. Zielen könnte durchaus noch interessant werden. Ansonsten ist hier aber nichts. Nein. Da fällt mir gerade ein. Warte mal. Geht das hier? Nein, geht nicht. Okay, ich muss schauen, ob das nicht eventuell zu dunkel wird. Ja, trinken heilt. Sehr schön. Das hatte ich irgendwie gehofft. Keine Radkakerlaken. Okay. Oh, aber Stimpaks nehme ich gerne.
Ist das alles, was noch übrig ist? Okay. Ah, eine 10 mm Munition. Aufseher-Terminal. Mal gucken. Favoritengegenstand mit oder aus und drücke A, um ihn auszunutzen. Okay. Ward 111. Anweisungen für Aufseher. Vertraulich. Ward 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkungen des Scheintods bei unter keinen Umständen, das kennen wir schon. Ja, genau. Kryolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Okay, Betriebsprotokollhandbuch. Das hatten wir schon. Aufseherlogbuch. Vorbereitungen. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle, bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills, wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Vortec-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden, das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Na. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben, nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir hätten beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler im Vortex externer Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung zu früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen, wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Okay. Auch sehr interessant, da ging es ja wirklich rund. Evakuierungstunnel öffnen. Der Personalevakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Okidok, das ist der Tunnel. Gut, was haben wir hier noch? Eine 10 mm Munition. Ich habe, glaube ich, früher 9 mm gesagt. Das ist ein anderes Spiel. Vorkriegsgeld. Kryolator. Nett. Dich hole ich mir später. Oh, nett, nett, nett. Jetzt bräuchten wir nur noch Haarklammern. Aber wo kriegen wir die her?
Laborkittel nehmen wir erstmal mit. Wegschmeißen können wir das Zeug noch immer. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Okay. 10 mm. Nett. Ich werde gerade mit Munition zugekleistert. Wow, die Schiebetür geht noch. Nochmal einen Schluck trinken. Ah, besser. Nochmal duschen. Lalala. Okay. Das war's. Okay. Zielen. Okay. Und wegstecken. Okay. Schade, dass ich... Hätte ich doch nur... ...keine Haarklammern habe. Leider auch keine in meiner Frisur. Was liegt hier noch? Brille, okay. Ansonsten... Haarklammer! Vorkriegsgeld... Naja, den Bleistift hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Warte mal, Schleichangriff. Ja, falsche Taste bringt doch mehr, oder? Mist. Wow, das war ein Glückstreffer. Drücke LB, um Gegner mit... Ah. Okidoke. Annehmen. Die ist hinter der Ecke, oder? Nee, die... Die ist sogar... Warte mal. Oh, die Spiegeleffekte sind nice. Treffe ich die? Ja, treffe ich. Okidok. Ja, mit Watz ist das wesentlich besser. Tschüssikowski. Passt. Nachladen. Ja, intuitiv. Wir haben eine Haarklammer. In 100 Jahren nicht. Weißt du was? Sicherheitshalber speichern wir mal. Das Schloss kriege ich nicht auf. Ach, komm schon, ernsthaft, gib mir wenigstens den Versuch. Wie gemein. Ich bin mir sicher, wir kommen nie mehr hier rein. Radkakerlakenfleisch. Bäh. Und tschüss. Dankeschön. Aber wir haben ja gesagt, eigentlich wir wollen sneaky sneaky. Ja. Aber direkt in die Schusslinie laufen darfst du mir halt trotzdem nicht. Kleines Mistvieh. Hier ist soweit nix, okay. Ja, ich habe schon nachgeladen, wie du sicher weißt. Hab ich? Warte mal. Ah, mit Drücken ist Sprinten. Ich höre doch hier noch was. Wo? Hm. Mir kommt so vor, als ob ich hier noch irgendwas höre, aber... Ist doch wirklich so, oder? Kleine Füßchen. Ihr hört sie doch auch. Hm. Komisch. Egal, weiter. Weiter im Text. Okay. Das meide Licht, setze Nahkampfattacken ein und bewege dich langsam, um nicht entdeckt zu werden. Um Nahkampfangriffe auszuführen, Schusswaffe trägst, drücke LB. Ja, das haben wir schon gemerkt. Ah, jetzt ist die Tür offen. Okay. Ja. Genau, das war der Werkzeugkasten.
Ich glaube, das müsste es auch gewesen sein. Denn überhaupt noch wer? Hat das jemand nach draußen geschafft? Ich finde es cool, dass sich da die Sicht in dunklen Ecken langsam anpasst. 103 Schuss, wow. Noch 10, schön. Schön, schön, schön. Da ist... Du kleine Kakerlake, du. Tschüssi. Du kleine Kakerlake. Oh Gott. Ja, es sieht nicht so aus, als ob hier noch was leben würde oder jemand. Oh, ein Pip-Boy. Welch passender Zufall. Plumps. Tragbare Computer. Sehr angesagt. Schnibbel die Schnapp. Geht er noch? Er bootet. Er ist ein bisschen schmutzig. Wow. Kling! Mit LT und RT wechselst du die Reiter. Links und rechts bewegst du die Bereiche. B, um den Pip-Boy zu verlassen und zuzugreifen, drücke B. Was ich jetzt mal wissen möchte ist, okay, und lange, ja, ist Licht. Danke. Danke, Anke, bitte Brigitte, zurück, zurück. Oh mein Gott, das Leben kann so viel schöner sein. Mit Licht. Ah, am liebsten würde ich nochmal alles absuchen. Nein, das tue ich euch nicht an. Aber Licht ist halt so viel besser. Ah, herrlich. Dann würde ich mich noch gern mit dem Pip-Boy vertraut machen. Unsere Specials haben wir eh eingestellt. Skills haben wir noch keine. Wir sind ja noch Level 1. Inventar, Waffen, Kleidung, Brille, plus 1 Wahrnehmung. Kann man machen. Ehering bringt uns nichts. Den würde ich jetzt mal lassen. Stimpack ist eh auf den Favoriten. Ja, genau. Okay. Passt. Meine Vorräte an Kaffee sind wieder aufgefüllt. Das passt. Genau. Schrott untersuchen, ablegen. Bleiholz. Okay, das kann man alles vielleicht verwenden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Munition haben wir Gott sei Dank jetzt erstmal einiges. Das haben wir gesagt, lassen wir so. Nein, das war die falsche Taste. Daten, Aufgaben, Zeitreise für Anfänger. Okay. Gesammelter Schrott, 15 geplünderte Kinder. Oh Gott. 13 getötete Kreaturen. Warte mal. Verbrechen haben wir noch keine. Herstellung, Kampf. Kritische Treffer, Schleichangriffe. Okay, Skill-Tabelle. Ach ja. Da war doch was. Kiddo. Holla die Waldfee. Karte, ja. Gut, haben wir jetzt nur... Den hier und Radio haben wir ausgeschalten. Wir haben ja unsere eigene Musik. Passt, dann sollten wir den Vault mal aufmachen, oder? Probieren wir es halt mal. Schanüpf. Vault Door, Remote Access.
Okay, die gehen noch auf. Hier kamen wir lang, oder? Ja, eins wollte ich noch gucken. Ach, ich glaube, das sind keine Füßchen. Ja, hier sippt Flüssigkeit, deswegen. Ich habe gedacht, das sind Kakerlakenfüßchen. Ich wollte hier noch gucken. Gibt es hier irgendwas, was ich übersehen habe? Abgenutztes Klemmbrett. Oh Gott. Das Entsetzen ist groß, okay. Au. Nein. Hier war nichts mehr. Hier war nichts mehr. Nein. 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 Das ist nur Hüppeln. Nein. Nö. Nö. Ich probiere gerade, ob ich die Kiste irgendwie nehmen kann. Nein. Und das ist nur das Watz. Nein. Sieht nicht so aus. Okay. Schade. Nee, die Waffe brauche ich aber nicht. Und ansonsten, da ist auch nichts drinnen. Ich könnte noch was trinken, aber nee. Nö. Er hatte auch nichts bei sich, oder? Nein. Alle sind tot. Tot. Ich möchte halt sicher gehen, dass ich nicht irgendwo den Schlüssel für den tragbaren Kryolator übersehen habe. Aber es scheint jetzt nicht so... Oh! Schlagstock, siehste? Ja, sehr schön. Schreibtisch. Schrank. Genutzt das Klemmbrett. Nee. Schade. Echt schade. Es wäre halt echt witzig gewesen, wenn man den Kryolator-Dings hier mitnehmen kann. Auch nur eine Decke. Ich blicke mich halt nur noch mal um, ob ich irgendwo irgendwas übersehen hätte können in der Dunkelheit. Ist ja nicht unmöglich. Ich meine, wir sehen ja, wir haben auch den, oder ich habe den Schlagstock übersehen, von dem her. Nö. Nein, 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 das ist nur mein toter Mann. Schnief, schnief. Nö. Also ich würde jetzt... Ich hätte jetzt keine Idee, wie wir an den Kryolator rankommen könnten. Nachdem das Schloss nicht knackbar ist für uns... Schade, schade. Und ich bin mir sicher, sobald wir hier raus sind, geht die Walltür für immer zu. Oder? Nochmal speichern. Ah, der Lift kommt. Okay. Okay, soweit noch gar nicht. Ja, oder vielleicht kommen wir... mit dem Lift nicht mehr runter. Das kann auch sein.
Namen und Special-Attribute ändern. Nein. Aussehen verändern. Nein. Fertig. Verlasse den Vault. Ich klink mich mal kurz aus. Do anything you want me to do.